Bestimmt hast du bereits festgestellt, dass dein Körper durch die letzten Einheiten deutlich belastbarer geworden ist. Zum Abschluss erwartet dich daher eine etwas längere Einheit mit anspruchsvolleren Übungen. Du kannst stolz darauf sein, was du schon erreicht hast und nun voller Elan durchstarten. Starten wir mit dem Rückenstrecker. Öffne deine Füße hüftschmal. Verlage dein Gewicht auf den großen Zeh, auf den kleinen Zeh und auf deine Ferse. Verschränke deine Hände vor deiner Brust. Atme tief ein, beuge deine Beine und setz dich tief. Mit der nächsten Einatmung lässt du den Oberkörper so weit sinken, wie du ihn lang halten kannst. Mit der Ausatmung hebst du deinen Oberkörper an und hältst die ganze Zeit über ein geführtes Hohlkreuz in deiner Lendenwirbelsäule. Lass uns gemeinsam starten. Einatmen tief, ausatmen hoch. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst den Oberkörper nicht weiter anheben, dann heben wir noch 1 Zentimeter weiter an. 5. 4. 3. 2. 1. Langsam auflösen. Einmal lockern, die Beine ausschütteln, die Schultern kreisen. Das war richtig, richtig stark. Und du merkst jetzt schon, wie dein unterer Rücken arbeitet. Versuche, deine Knie tendenziell weiter nach außen zu schieben und deinen ganzen Fuß auf dem Boden zu halten. Während der Übung hast du die ganze Zeit über ein geführtes Hohlkreuz. Trinke einen Schluck Wasser. Beruhige deinen Atem und sammel deine Kraft für die nächste Runde. In 10 Sekunden geht's los. Komm in deine Ausgangsposition. Die Füße sind hüftschmal geöffnet. Verschränke deine Hände vor deiner Brust. Atme tief ein, setz dich tief, sammel dich und wir legen gemeinsam los. Einatmen, den Oberkörper sinken lassen. Ausatmend anheben, bis du nicht mehr kannst und dann noch 1 Zentimeter weiter. 5. 4. 3. 2. 1. Löse langsam auf. Sehr gut. Einmal lockern. Entspann deinen unteren Rücken. Atme tief durch. Das war richtig, richtig gut. Trink einen Schluck Wasser. Und nimm ganz bewusst wahr, wie dein unterer Rücken arbeitet. Versuche während der Übung, deine Schulterblätter aktiv zusammenzuziehen. Deinen Oberkörper aufrecht zu halten. Und auch wenn es anstrengend wird, versuche durchzuhalten und dran zu bleiben. In 10 Sekunden geht's los. Komm zurück in deine Ausgangsposition. Hüftschmaler Stand. Verschränke deine Hände vor deiner Brust. Wir starten gemeinsam. Setz dich tief. Los geht's. 5. 4. 3. 2. 1. Mega stark. Löse langsam auf. Atme tief durch und atme länger aus, als du einatmest. Nimm die ganze Spannung raus. Trink einen Schluck. Das hast du dir verdient. Super gemacht! Nimm dir einen kleinen Moment Zeit und atme einmal tief durch. Jetzt folgt die zweite Übung des heutigen Workouts.
Beginnen wir mit dem Schwimmer. Komme dazu in die Bauchlage, langsam und kontrolliert. Strecke deine Arme lang nach vorne und strecke deine Beine lang zurück. Deine Daumen zeigen nach oben Richtung Decke. Wenn wir gleich starten, hebst du mit der Einatmung deine Arme und deine Beine so weit wie möglich nach oben an und machst wechselnde Hoch- und Tiefbewegungen. Lass uns starten. Der Nacken ist lang. Zieh dein Kinn zum Brustbein. Der Blick ist Richtung Boden gerichtet. Aktiviere deine Körperrückseite. Strecke deine Arme maximal nach vorne. Und mach kleine Hoch- und Tiefbewegungen. Atme weiter. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Stütze dich mit den Händen neben deiner Brust ab. Drück dich nach oben. Komm für einen kurzen Moment zum Sitzen. Und atme tief durch. Die Körperrückseite arbeitet ordentlich. Und du hast es richtig gut gemacht. Trinke einen Schluck Wasser. Nimm wahr, wie sich deine Atmung wieder beruhigt. Wir starten in 10 Sekunden und kommen gemeinsam, langsam und kontrolliert zurück in die Bauchlage. Streck die Arme lang nach vorne, streck die Beine lang zurück, deine Daumen zeigen nach oben. Einatmend Arme und Beine anheben, los geht's. Atme. Glaub an dich und kämpfe. Lass deine Muskeln arbeiten. Lass den Oberkörper oben. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr gut. Pause. Tief durchatmen. Das war richtig, richtig stark. Einatmend hebt sich dein Brustkorb nach oben an und ausatmend sinkt er tief. Trinke einen Schluck Wasser. Wir starten in 10 Sekunden und kommen gemeinsam zurück in die Bauchlage. Langsam und kontrolliert. Streck deine Arme lang nach vorne, die Beine lang zurück. Einatmend, alles anheben, was du anheben kannst. Los geht's. Spann dein Gesäß an. Streck die Arme lang nach vorne. Deine Daumen zeigen nach oben. Gib alles. Bleib dabei. Zieh dein Kinn zum Brustbein. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Löse auf. Atme tief durch. Und komm in jede Position, die sich jetzt für dich gut und richtig anfühlt. Atme gerne einmal ganz befreiend durch den Mund aus. Um die Spannung rauszulassen, um die Spannung abfallen zu lassen. Vergiss nicht, etwas zu trinken. Und sei stolz auf dich, dass du durchgezogen hast. Und sei vor allem dankbar, dass du dich dafür entschieden hast, heute etwas Gutes für dich zu tun. Klasse! Weiter geht es mit der nächsten Übung des heutigen Trainings. Bleib dran! Starten wir mit der Übung Glute Bridge. Komme dafür zunächst auf dein Gesäß.
stelle die Füße vor dir ab und rolle dich langsam und kontrolliert in Rückenlage ab. Lege deine Arme neben deinem Körper ab. Stelle deine Füße auf. Deine Beine sind stabil und parallel. Der Abstand zwischen deinen Fersen und deinem Gesäß sollte so sein, dass du deine Fersen gerade noch so mit deinen Mittelfingern berühren kannst. Mit der Ausatmung rollst du dich von der Lendenwirbelsäule aus gesehen, Wirbel für Wirbel, maximal nach oben auf. Spannst dein Po so fest du kannst an und einatmen rollen wir uns Wirbel für Wirbel bis kurz über den Boden ab. Lass uns gemeinsam starten. Atme tief ein und ausatmen. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Schieb deine Fersen maximal in den Boden. Spann den Po an und einatmen. Roll dich bis kurz über den Boden ab. Ausatmen, nach oben aufrollen. Stell dir vor, du möchtest deine Beine strecken. Einatmen, roll dich ab. Aktiviere die Körpermitte. Zieh den Bauchnabel ein. Halte deine Knie stabil und parallel zueinander. Die letzten 5. 4. 3. 2. Eins. Und rolle dich ganz langsam, Wirbel für Wirbel, wieder nach unten ab. Sehr gut. Zieh deine Knie gerne zu deiner Brust und schenke deinem unteren Rücken Entspannung. Das Gesäß hat jetzt ordentlich gearbeitet. Versuche während der Übung, deine Fersen so fest wie möglich in den Boden zu schieben und stelle dir dabei vor, dass du deine Beine strecken möchtest. Und oben am höchsten Punkt spannst du dein Gesäß so fest du kannst an. Trinke gerne einen Schluck Wasser. In 10 Sekunden starten wir in die nächste Runde. Komm in deine Ausgangsposition, hüftschmal geöffneter Stand. Kontrolliere den Abstand zwischen deinem Gesäß und deinen Fersen. Atme tief ein. Los geht's. Ziehe deine Knie tendenziell eher zueinander. Eine starke Körperrückseite. Die letzten 5. 4. 3. Bleib dran. 2. 1. Po anspannen. Und langsam lösen. Mega stark. Löse auf. Entspanne den unteren Rücken und dein Gesäß. Schau, was sich jetzt für dich gut anfühlt. Du bist jederzeit dazu eingeladen, einen Schluck Wasser zu trinken. Wenn du bereit bist, kommst du zurück in die Rückenlage. Lass dir hier Zeit. Atme tief durch. Du darfst auch gerne deine Füße weiter öffnen und deine Knie zueinander fallen lassen. Und mach dich bereit für die nächste Runde. Stell deine Füße auf. Deine Füße sind hüftschmal und parallel zueinander. Prüfe den Abstand zwischen Gesäß und Fersen. Wir starten in die nächste Runde. Atme tief ein. Los geht's.
ziehe deine Knie zueinander. Die letzten fünf. Vier. Drei. Po maximal anspannen. Zwei. Eine letzte Wiederholung. Und vorsichtig abrollen und auflösen. Richtig, richtig stark. Atme tief durch. Das war super gut. Das Gesäß brennt. Das hoffe ich zumindest. Du hast alles richtig gemacht. Nimm dir hier Zeit. Trinke einen Schluck. Kontrolliere deine Atmung. Und sei stolz auf dich. Die dritte Übung hast du erfolgreich absolviert. Trink einen Schluck Wasser und lass uns weitergehen zur vierten Übung. Los geht's! Starten wir mit den Serratus-Push-Ups. Komme dafür in den Vierfüßlerstand. Hole deine Schultern über deine Hände. Spreiz deine Finger. Streck deine Beine lang zurück. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und aktiviere deine Körpermitte. Ich zeige dir eine Wiederholung. Mit der Einatmung lässt du dich zwischen deine Schultern sinken und ausatmend drückst du dich aus deinen Schulterblättern raus. Wir starten gemeinsam. Einatmend lass dich sinken. Ausatmend schieb die Hände in den Boden und drück dich aus deinen Schulterblättern raus. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Richtig stark. Atme tief durch. Locker deine Handgelenke. Kreis deine Schultern. Zieh sie weit nach oben. Lass sie fallen. Und trinke einen Schluck Wasser. Bleib dran, auch wenn es nicht direkt klappt. Das ist eine schwierige Übung. Also nimm dir deine Zeit, um in den Übungsablauf hineinzufinden. Sammel die ganze Energie, die in dir steckt. In 10 Sekunden geht's los. Komm gemeinsam mit mir zurück in den Vierfüßlerstand. Richte dich aus. Spreiz deine Finger. Hol deine Schultern über deine Handgelenke. Streck die Beine lang nach hinten. Schultern tief und weit weg von den Ohren. Körpermitte aktivieren. Wir starten. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Super gut. Atme tief durch. Handgelenke kreisen. Finger ausschütteln. Schultern lockern. Tiefe, regelmäßige Atemzüge. Vergiss nicht, etwas zu trinken. Sei stolz auf dich. Prima! Du hast die vierte Übung gut gemacht. Jetzt geht es mit der letzten Übung dieses Kurses weiter. Let's go!
Wir beginnen mit der Übung Rocket Plank. Komme dazu in den Vierfüßlerstand. Hol deine Schultern über deine Hände. Spreize deine Finger maximal. Strecke nun das rechte und das linke Bein lang zurück. Aktiviere deine Körpermitte. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und zieh dein Schambein Richtung Bauchnabel. Wir werden uns im Wechsel einatmen nach vorne über die Handgelenke schieben und ausatmet wieder zurück. Los geht's. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Das war richtig stark. Locker deine Handgelenke. Kreise sie, schüttel sie aus. Atme tief durch die Nase ein und gerne durch den geöffneten Mund aus. Trinke einen Schluck Wasser. Ich hoffe, du konntest spüren, wie die Körpermitte aktiv ist. Versuche, den Po tief zu halten und den Körper in einer Linie. Versuche, während der gesamten Übung deine Hände maximal in den Boden zu schieben und deine Finger in den Boden zu krallen. Lass deine Schultern tief und weit weg von den Ohren. In 10 Sekunden starten wir. Die nächste Runde. Komm mit mir gemeinsam in die Ausgangsposition. Nur die Schultern über die Hände. Spreiz die Finger. Streck deine Beine lang nach hinten aus. Wir starten gemeinsam. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Richtig, richtig gut. Atme tief durch, locker deine Handgelenke, schüttel sie aus. Gönn dir die kleine Pause, trinke einen Schluck. Du darfst jetzt auch gerne anfangen zu schwitzen. Deine Körpermitte arbeitet. Dein kompletter Rumpf ist aktiv. Versuche dich so weit wie möglich nach vorne über deine Handgelenke zu schieben. Atme tief durch. Und bereite dich auf die nächste Runde vor. Sammel deine Kräfte. In 10 Sekunden geht's los. Komm mit mir gemeinsam in die Ausgangsposition. Spreiz deine Finger. Streck deine Beine lang zurück. Zieh den Bauchnabel ein. Wir starten. Schieb dich so weit wie möglich nach vorne. Zieh den Bauchnabel ein. Schieb die Hände in den Boden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und lösen. Super gut. Atme tief durch. Lass die Atmung fließen. Nimm die ganze Spannung raus. Locker deine Schultern. Locker deine Handgelenke. Tief und regelmäßige Atemzüge.
Der ganze Körper hat gearbeitet. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du gezittert hast. Das ist ein Zeichen dafür, dass deine Muskulatur arbeitet und beansprucht wird. Das hast du super gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Rückenkurs mit dir.